Hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's Play zu einer Minecraft Adventure Map namens Revenge of the Gods. Und man hört vielleicht mein Fenster im Hintergrund, beziehungsweise ein bisschen den Regen, aber naja, davon lassen wir uns nicht umbringen und zocken erstmal eine Runde. Aber bevor wir hier die großartige Welt starten, gibt es noch eine kleine Textdatei, die ich mit der Welt gedownloadet habe und die beinhaltet kurz das Core-System, und zwar, dass wir für Diamanten 3 Punkte bekommen, für Pfeile 1 Punkt, für diese kleinen Musikdiscs, also diese Schallplatten, bekommen wir 1 Punkt und für Kekse und Uhren bekommen wir 4 Punkte. So, und jetzt starten wir mal die Welt. Och Gottchen. Take the stuff and use it wisely. Let's go. Boat. Ah, und schon unsere erste Music ist gut. The rules. Play on peaceful. Check. Do not place or destroy any blocks. Check. No crafting. Okay. Don't go over the canyon sites. Sites. Okay. Da muss ich mal, glaube ich, gucken, was das so genau meint. Aber ich glaube, ich soll da nicht über diese ganzen Wände gehen, die dann so künstlich da hochgezogen wurden. If you're more than 2 players, you can teleport to... Achso, to each other. Don't climb up any vines. Build in 1.1. Also darf ich jetzt zum Beispiel hier nicht diese Vines hochklettern und dann versuchen, hier irgendwie hochzukommen. If you are really stuck, putting this into jukebox will give you a hint. Rule. Wir hatten doch da oben schon die Regeln. Egal. Rule. Only use music disc once. You may change the time tonight, so you can sleep. Oh my god, where am I? I remember nothing, except the fire around me, and the terrible screams of my people. Then I woke up in the dark cave. What happened? Das wüsste ich allerdings auch sehr gerne. Nehmen wir jetzt erstmal ein Boot. Wir fahren damit erstmal los. Schnell, voran. Oh Gott, kommen wir da durch? Oh, ich hab noch ganz was vergessen. Ich hab ja immer noch. Ah. So. Bam. Und das Boot ist sogar nicht kaputt gegangen. Boot. So, den Rest schwimme ich noch. That tree up there looks suspicious. I should check it up. Der Baum, oder wie? Oh. Bin ich runter. Oder der fette da oben. So, lass mir hier, soll ich mitgehen? Stuck? Take a minute to relax and listen to the music. Okay, ich frag mich zwar, inwieweit mir das irgendwelche Tipps geben wird, aber, naja. Komm ich da auf den Baum auf? Ah, so. Huh. Hey, hier drauf ist ja gar nichts. Ist ja langweilig. Hab ich mir die ganze Mühe umsonst gemacht, da hochzuklettern. Toll. Macht man sich schon mal Mühe und dann, dann ist der Regen so laut im Hintergrund. Meine Fräse. Ah. Der Baum der Weisheit. Oder wie heißt er nochmal bei Zelda? Der Baum der Weisheit? Weiß ich nicht mehr genau. A hero came upon his way to rivers deep and golden bays. Be told to find the golden dust. For treasures which in forgotten caves push the stone of mountains feet. To save his world from God's mighty rage, you must. Okay. Was soll ich genau ich machen? Push the stone on mountain's feet. Also ich soll einen Stein bewegen, der am Fuße des Berges liegt. Okay. Das ist natürlich auch so in Gedichtssprache geschrieben. Da kann das natürlich auch nur ein Sinnbild, also dieser Stein auch nur ein Sinnbild für was anderes sein. Aber ich kletter erstmal wieder runter und gucke. Aua. Mal unten nach. Zweimal Bein gebrochen. Au. Okay. Ich scheine vor so einem Verlass. Oh. Okay. Also es scheint vor so ein verlassenes Dorf zu sein. Ach ja, übrigens, das Texture Pack steht in der Beschreibung. Da, nee. Wie komme ich denn da oben drauf? Vielleicht vom Berg aus? Ja, ich glaube schon. Oh, toll. Ach so, ich dachte mit Push wäre mehr gemeint, so irgendwas wegdrücken oder so. Oder weg
schieben, aber nicht hier so Schalter drücken, also pushen. Ah. Ich hoffe zumindest, dass das jetzt so funktioniert. So, erstmal auf den Berg rauf. Wir sind Bergsteiger. Ja, mei, wir kommen aus der Bayern und besteigen Berge. Also ich besteige nur andere Sachen. So. Springen wir doch mal von hier aus rauf. Oh Gott, ich werde mir alle Beine brechen. Au! Was bringt das? Ich höre irgendwo einen Pisten. Hä? Der hält aber immer nur kurz an. What the fuck? What the fuck? Okay, das ist strange, aber irgendwas muss ich ja auch verändert haben. Ich nehme den Weg weiter. Hier ist voll viel Action los. Was ist denn hier? Hier. Okay, hinten ist gar nichts. Ist auch schon mal was. Mehr oder weniger, ja. So, gehe ich mal gerade wieder in dieses Ding rein, wo immer das war. Diese Gefängniszelle oder was weiß ich. Ach genau. Hier war sie. Ich bin verwirrt. Auf zwei, drei Arten gleichzeitig. Das ist confusing. Berg war ich ja schon. Stimmt, was war denn jetzt mit dem Baum los, großartig? Den Baum da oben, da habe ich gar nicht mitgekriegt. Ach, ich renne ja auch nur hin und her, ne? Ist fast wie mein Let's Play in Minecraft. So. Ach ja, geht's hoch. Hoch und höher. Noch und nöcher. Gleich bin ich oben. Gleich habe ich es geschafft. Nee, falsch. Richtig. Vielleicht muss ich doch irgendwie an den Rand. An den Rand des Wahnsinns. Ich habe auch gerade überlegt, da, aber da kommen wir ja her. Moment. Da lang. Vielleicht kann ich irgendwie diesem Glowstone-Weg folgen. Dass man vielleicht irgendwie von hier oben dann da rausspringt, dann da, dann dahin. Oh, das klingt gar nicht so dumm. Ich gehe jetzt mal hier auf. Aua! Ach komm. Egal, ich kann es ja hier nochmal versuchen. Oh Mann! Komm schon. Ah, das scheint des Rätsels Lösung zu sein. Und auch des Rätsels Lösung ist, dass ich hier die ganze Zeit auf die Fresse fliege. Natürlich. Ach komm schon. Jetzt habe ich wenigstens ein Ei. Aha, eigentlich geschafft. Ach Gottchen, Sprünge sind aber auch schwierig. Ich habe so lange schon keine Adventure Maps mehr gespielt. Bestimmt seit zwei Tagen nicht mehr. Ich zocke ja auch noch ab und zu mal welche privat, nicht nur bei der Aufnahme. Ach komm, langsam wird's lächerlich, langsam wird's lächerlich. Wobei ich sagen muss, das Ganze hier ist schön gebaut und was ich auch sagen muss, die Musik ist gerade relativ laut. Schön gebaut und die Musik ist laut. Passt doch alles. Ach, in einem durch. Ich glaub's immer. Ach hier. Juhu! Did you find the golden dust? If not, go back and look for it. Checkpoint. Ah, okay. Jetzt mal Checkpoint hier aufmachen. Golden dust. Toll. Jetzt muss ich auch noch Gold finden, ey. Ich liebe Gold. Wo soll ich das denn finden? Das kann ja hier rein technisch überall sein. Ich denke mal, hier wird noch irgendwas sein. Hier ist auf jeden Fall noch irgendwo was versteckt. Aber wo? Wo in Mexiko. Finger aus dem Po, Mexiko. Hier hoch? Vielleicht da oben? Keine Ahnung.
Aber wo könnte es sein? Oh. Ah, ich glaube, ich habe jetzt das ausgefahren. Okay, okay, okay. Ach nö. Slow motion. Ist das langsam, ey, meine Fresse. Alter. Woohoo. Oh, war das ein Kopf? Oder eine Krone oder so? I should take his arrow with me. Maybe I'll need it later. Oh. Fleisch. Ganz, 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 ganz viel Fleisch. Jetzt kann ich auch eine schöne Grabkammer rauben. Wieso denn auch nicht? Ah. Ach, komm. Ach, verdammt. Muss ich wahrscheinlich auch von oben... Ah, slow motion. Wieso denn nochmal? Ja, da konnte ich wenigstens rüberspringen. Schon mal etwas Gutes. Ja. Egal, jetzt habe ich wenigstens den Golden Dust gefunden. Und jetzt kann ich weitermachen. Ohne Checkpoint. Weil ich jetzt alles mit einmal schaffen werde. Weil ich gut bin. Meine Fresse, ich habe das wirklich beim ersten Mal geschafft. So, Checkpoint ist aktiviert. Jetzt muss ich, denke ich mal, hier ein bisschen so dem Rand folgen. So. Aua. Ich hatte kurz ein Standbild, ne? Ist euch vielleicht auch aufgefallen. Alter, ist das dunkel hier. Ist das der Checkpoint? Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ja, das ist der Checkpoint. Ach Gott, da braucht man ja Jahre, um hochzuschwimmen. Ah, endlich oben. Aber hier kann ich noch weitermachen. Hier geht das noch weiter. Aber es geht immer weiter und weiter. Nein! Ich bin schon wieder gegengesprungen. Ach, du lieber Gott. Wieso denn? Wieso? So. Hoch. Und jetzt muss ich wieder kilometerlang hochschwimmen. Das dauert wieder Jahre. Hoch und höher. Noch und nöcher. Erinnert mich ein bisschen an den Berg. So. Ich könnte auch mal kurz im Baum noch nachgucken. Oh. Die Ranken darf ich nicht benutzen. Ich vergaß. Ne, ich glaube, auf den Berg komme ich nicht mehr rauf. Auf den Baum. Baum, Berg, alles mit B, alles das gleiche. So generalisiert man richtig. Ist voll einfach, die Map erstmal downloaden. Hm. Wenn ich die Map gedownloadet habe, habe ich so gedacht, okay, die sieht so schön aus, dann ist das bestimmt nicht so schwierig mit Jump'n'Run, sondern mehr so Atmosphäre und so ein Quatsch. Aber nein, jetzt wird sie so schwierig und so anstrengend. Möchte man sich am liebsten in den eigenen Arsch speisen. Bam. Ach, komm schon. Mann, ich habe mir eigentlich COD gekauft, um abzuragen, aber nicht Minecraft. Weil Minecraft ist ein Spiel, da sollte man so ein bisschen entspannt spielen und ein bisschen gechillt. Okay, ich weiß, bei den Adventure Maps ist das ein bisschen anders, aber es sollte doch schon relativ gechillt sein und dann... immer so scheiß schwierige Sprünge raus. Ich hasse die Map. Ich hasse sie einfach abgrundtief. Sieht das schön aus, alles sehr nice gebaut, schöne Atmosphäre auch. Aber die Sprünge sind so schwierig. Und ich weiß, es ist auch schon wieder ein bisschen mimimi. Jawohl, hier unten geht es jetzt noch weiter. Habe ich... Ach, scheiße. Habe ich also noch eine letzte Chance? Komm schon. Jetzt. Frische Luft.
frische Luft. Und ich rede immer so, wenn ich unter Wasser bin. Jetzt kommt die chillte Musik, jetzt schaffen wir das auch, chillt. Konzentration. Konzentration. Slager. Was? Habe ich nicht gesagt. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Hier hoch. Hier hoch. Oh. Hier geht's ja tatsächlich hoch. So. Dann hier runter. Hoffe ich zumindest. Okay.